Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Abenteuers in Yu-Gi-Oh! Duel Links. Und Leute haben mich gefragt, Regi, es wird mal wieder Zeit, dass wir Exodia spielen. Und diesem Wunsch will ich heute an diesem Meme-Sonntag mal wieder nachgehen. Ich glaube, das letzte Mal, dass wir Exodia gespielt haben, ist schon ein Weilchen her. Und zwar ein langes, langes Weilchen. Und jetzt, wo es den Großvater in Duel Links ja auch schon gibt, seit 2 Monaten, glaube ich, und er eigentlich nichts für Exodia Neues dazu gebracht hat, weswegen wir immer noch Großvaters Karten spielen, was offensichtlich ist, denn die einzige Möglichkeit, Exodia in unser Deck zu packen, ist in Duel Links über den Skill Großvaters Karten, ja. Deswegen spielen wir diese Variante. Und wenn ihr das feiert, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen und auch natürlich supporten. In dem Sinne ist die beste C-Engine, die wir in Duel Links zurzeit haben, eigentlich tatsächlich die Neo-Weltraum-Engine. Wir spielen also sämtliche Neo-Weltraum-Karten, Grand Mole, Dark Panther, Aqua Dolphin, Air Hummingbird, Glow Moss und natürlich auch Flare Scarab in Kombination mit Karten wie Weltraumgeschenk, die es uns erlaubt, für jedes Neo-Weltraum-Monster mit unterschiedlichen Namen auf dem Spielfeld, das wir kontrollieren, ja, eine Karte zu ziehen und natürlich auch noch Kontaktwandel. Ja, denn falls wir keine Monster kontrollieren, können wir 2 Neo-Weltraum-Monster, eins von unserer Hand und eins von unserem Deck, auf den Friedhof legen, um 2 Karten zu ziehen. Das ist eigentlich die beste Engine, die wir haben. Ja, vor allen Dingen, weil natürlich auch die ganzen Neo-Weltraum-Karten, die guten, wie Weltraumgeschenk und Kontaktwandeln, keine Once-per-Turn-Effekte haben. Wir können sie also auch 3-mal oder bis zu 3-mal pro Spielzug verwenden, was ziemlich, ziemlich gut ist. Dazu spielen wir Pokal des Asses, einen Topf der Gier für uns oder unseren Gegner, je nachdem, ob wir glücklich sind oder nicht. Und wir spielen natürlich auch nochmal Next, ja. Next kann von unserer Hand aktiviert werden, einmal pro Spielzug, falls wir keine Karten kontrollieren. Und ja, damit können wir dann halt eine beliebige Anzahl an Neo-Weltraum-Monstern von unserem Friedhof, war es, glaube ich, und oder unserer Hand aufs Spielfeld beschwören. Und damit wollen wir dann beispielsweise erstmal über Kontaktwandeln Karten halt auf unseren Friedhof bekommen, um sie dann mit Next beispielsweise aufs Spielfeld zu holen, um dann halt mit einem einzigen Weltraumgeschenk bis zu 3 Karten zu ziehen. Das ist so letzten Endes die Kombination, die wir mit diesem Deck vollziehen wollen. Wir wollen natürlich, wenn es geht, in einer Runde gewinnen. Deswegen spielen wir auch nochmal das Magiebuch, oder die Magiebuch-Engine, die kleine, die wir haben. Einmal Magiebuch Magier mit Magiebuch der Geheimnisse und Magiebuch des Wissens, um auch nochmal bis zu 2 Karten zu ziehen und unser Deck zu verdünnen. Und mehr ist es eigentlich nicht. Es ist ein Solitärdeck, wie es im Buche steht. Entweder wir gewinnen in der ersten Runde oder wir verlieren halt und geben auf. Das wird auch das Thema der heutigen Episode sein. Richtig. Es wird wahrscheinlich eine kleine Aufgeb-Conceit-Fiesta. Aber hey, dann ist das so. Es ist Meme-Sonntag. Und solange ich heute einmal Exodia in irgendeiner Form aufs Spielfeld bekomme, ist mir das recht. So, in dem Sinne, Leute, hoffe ich, dass ihr alle einen grandiosen Sonntag heute habt. Perfektes Wetter, wie ich finde. Nicht zu warm, nicht zu kalt, kein Regen, ein bisschen Sonne. Optimal, wenn ihr mich fragt. So, unser Gegner fängt an, Mr. T.W. Mura. Und es ist mein absolutes Lieblingsdeck. Und zwar Orkust. Ich krieg von Orkus nicht genug. Orkus ist das beste Deck aller Zeiten. Nicht. Ja, Orkus ist ein absolutes ranziges Piep, was ich selbstverständlich in der nächsten Folge dahingehend vorstellen werde. Nein, werde ich nicht. Werde ich das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Eigentlich müsste ich warten, wenn ich ehrlich bin mit Orkus, weil das Deck ja ein bisschen abgeändert wird und wir dann eigentlich die Liste abwarten wollen. Eigentlich. So, und das Erste, was ich mir vornehme nach diesem Video, ist, dass ich wahrscheinlich endlich mal die Hintergrundmusik updaten werde. Ja, das werde ich tun. Also wirklich jetzt, das werde ich tun. So, was hat mein Gegner jetzt hier für ein Setup? Sag ich mal her. Orkustriertes Babel. Aha, aha, aha. Gar nicht mal so gut für mich, weil der Gegner dadurch meinen Magiebuch Magier der Prophezeiung beispielsweise banishen kann, bevor ich ihn abschmeiße für mein Magiebuch des Wissens. Ja.
Und es ist natürlich auch echt spannend, dass Orkus-Turns immer gleich aussehen und sie haben immer ihren bestmöglichen Starter auf der Hand, und zwar den Schrottrecycler, obwohl er auf 3 ist. Meine Güte, ich werde wirklich heilfroh sein, Leute, wenn dieses Deck endlich von der Bildfläche verschwindet. Irgendwann. In 3 Jahren. Oder wenn der neue Rush-Duel-Modus rauskommt und ich mir diesen Scheiß nicht mehr antun muss. Egal. So war das selbstverständlich nicht gemeint. Ich liebe Orkus. Orkus ist ein tolles Deck. Said no one ever. Ja, also wir sind ja jetzt 5 Minuten im Video drin. Ich gucke gerade seit 2 Minuten einem Spieler zu, wie er seine super spannende Kombination runterspielt, die es seit einem halben Jahr in Duel Links gibt. Danke dafür, Konami. Und damit werde ich jetzt an der Stelle meinen kleinen Rant beenden. Ja. Ich möchte ja hier niemanden in irgendeiner Form verärgern, oder? So, 3 Effekte. Ja, komm, gib dir 3000 Life Points meinetwegen. Ich sag mal so viel, es könnte mir nicht schnurzpiep egaler sein, ob du das machst oder nicht. Könnte es mir halt echt nicht. Weil, wenn wir gewinnen, dann gewinnen wir. Und wenn mein Gegner aufgepasst hat, weiß er, dass er gegen ein Exodia-Deck spielt. Deswegen verstehe ich jetzt gerade auch nicht, um ehrlich zu sein, warum er jetzt auch noch die 3 Effekte aktiviert. Vielleicht hat mein Gegner nicht aufgepasst. Kann natürlich gut sein. So, Dingirsu kommt. Schöner Missplay von ihm, finde ich super. Jetzt darf ich mal Plays von ihm kritisieren. Warum Dingirsu gegen ein Exodia-Deck? Du willst irgendwas haben, was interrupted. Aber gut. Orkus-Spieler halt. So, let's go, Leute. Kontakt wandeln mit Aquadolphin. Also, ich brauche eigentlich gerade keine Normalbeschwörung. Das heißt, damit wir nicht in die Karten reinziehen, spielen wir unseren Spielzug schon mal gut runter. Wir müssen jetzt an das Herz der Karten glauben, Leute. Wir müssen an das Herz der Karten glauben. So, aber ich bin guter Dinge, dass das Herz der Karten uns nicht enttäuschen wird. Wir ziehen 2 Karten, Pokal des Asses. Ich brauche Kopf. Der ist sassy. So, gut. Dann gibt es halt Kontaktmandeln. Wir schmeißen Aquadolphin ab und Glomos von unserem Deck und hoffen, dass wir erstmal richtig, richtig schön bricken. Ja, ja, wunderbar. Also ich habe gerade erfolgreich jemanden 3 Minuten dabei zugeschaut, wie er sein Spiel runterspielt, nur damit ich in den Aufgeb-Button drücke, weil ich mit Pokal des Asses die 50-50 Chance nicht getroffen habe. Ja, das ist dieses Deck in a nutshell für euch. Oh yeah. Aber sagen wir mal so viel. Also wenn ich jetzt Kopf gehittet hätte, hätte ich meinen Zug weiter runter rattern können. Ich hätte eigentlich nur Next gebraucht, weil mit Next hätte ich jetzt potenziell nochmal ein bisschen was machen können. Ja, ich hätte nämlich noch Karten ziehen können. So, wir haben Kontaktwandeln. Kontaktwandeln ist die Karte, die ich haben möchte. So. Zack. Zack, wir ziehen 2 Karten. Next. Mit magischer Hammer. Wisst ihr was? Wir aktivieren den magischen Hammer. Einfach nur, weil wir Next bereits haben. Wir mischen dich rein und wir hoffen, dass wir irgendwas ziehen, was wir brauchen können. Weltraumgeschenk. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Nur kann ich jetzt mit Weltraumgeschenk gar nicht so super viel ziehen. Ja. Leider. Ich kann halt 2 Karten ziehen. Aber das sind 2 Karten, die ich erstmal ziehe und dann schauen wir weiter. So. Okay, Pokal ist das. Please! 50-50 Chance. Oh, okay. Ui, Gucci. Okay, ich muss nochmal Weltraumgeschenk aktivieren. Ah, nicht ganz so optimal, weil ich mache dadurch schon mal -2. Kontaktwandeln. Verdammt, das ist nicht gut, Leute. Aber wir haben 3 Exodia-Pieces auf der Hand. Wenn wir jetzt die 2 restlichen ziehen, gewinnen wir. Okay, wir brauchen nur noch ein Exodia-Piece, Leute. Wenn wir ein einziges Exodia-Piece ziehen, gewinnen wir das. Und dann habe ich meinen Sold für heute bereits erfüllt. So. Leute. Und ich habe so viele Orts im Deck. Ich habe auch noch Kontaktwandeln auf der Hand. Und ich habe 8 Karten im Deck. Das ist so unfassbar gut. Ganz nebenbei. Ich genehmige dir auch mal ein paar Life. Ah, das geht ja gar nicht. Okay, dann halt nicht. So, Magiebuch des Wissens. Wenn ich jetzt mein Exodia-Teil ziehe, rufen wir die verbotene Exodia. Wenn ich sie ziehe, wohlgemerkt. Okay,
Aber wir haben Kontaktwandel. Wait, Kontaktwandel ist nicht live. Warum ist Kontaktwandel nicht live? Weil ich Neo-Weltraummonster kontrolliere. Okay, Pokal des Asses muss jetzt halt dran glauben. Pokal des Asses. Für zwei! Nein! Okay. Dann werde ich an der Stelle den Spielzug beenden. Und gucken, was mein Gegner macht. Wenn wir diese Runde überleben, Leute. Wenn ich diese Runde überlebe, haben wir immer noch eine Möglichkeit zu gewinnen. Weil ich habe Kontaktwandeln. Mein Gegner muss dann nur noch mein Board clearen. Ach, Mann. Ich stell dir mal vor, wir hätten halt mit NXT. Ja? NXT? Nee, das ist falsches Franchise. Wir hätten mit Next noch ein paar Karten ziehen. Oder ich hätte jetzt noch mal zwei Karten gezogen. Das ist so bitter. Es ist so unfortunate. Aber vielleicht spielt mein Gegner ja ein langsames Deck. Vielleicht ist mein Gegner ja nicht in der Lage, mich zu besiegen. Und wenn mein Gegner nicht in der Lage ist, mich zu besiegen, habe ich eventuell noch eine Chance. Schwarzes Loch. Okay, das ist ein schlechter Start. Vor allen Dingen ist es ein schlechter Start, weil mein Gegner auch nochmal zwei Karten mit Pokal des Asses gezogen hat. Ich meine, es ist fair. Es ist der 24. September. Und Leute auf Legendär haben es immer noch nötig, Orkus zu spielen. Es ist der 24. September. Und Leute, der Typ ist Legendär 1. Der wird auf Legendär 1 bleiben, ja? Der spielt dieses Deck und der ist auf Legendär 1, ja? Mein letzter Gegner ebenfalls, auf Legendär 1, TW Mura, ja? Spielt genau dieselbe Liste beinahe. Und die sind auf Legendär 1. Glauben die allen Ernstes, die sind jetzt die bahnbrechenden Entwickler? Nostradamus 3.0? Glauben die das wirklich? Müssen die dieses Deck spielen auf Legendär 1? Weil sie noch so viel playtesten müssen? Da fehlen mir die Worte. Aber wir waren nah dran. Wir hatten noch 6 Karten in unserem Deck. Wir hatten lediglich 6 Karten in unserem Deck, Leute. 6 Karten waren es lediglich. Okay? So, wir spielen jetzt gegen Hispanico. Hispanico! Buenos noches. Ich hoffe jetzt an deiner Stelle, Hispanico, dass du mich jetzt nicht daran hindern wirst, Exodia, die Verbotene, heute zu beschwören. Denn wenn ja, so gnade dir die heilige Exodia, werde ich dir den Poppes versohlen. So, Tanky. Okay. Tanky, Tanky, Tanky. TG Kriegswolf. Okay. Okay, ich weiß genau, wo das hinführen wird. Ich weiß genau, wo das hinführen wird. Ja? Ich weiß genau, wo das hinführen wird. Ich weiß es genau. Mein Gegner will mir jetzt eine TG-Kombo hinlegen. Und warum spiele ich eigentlich gegen solche Decks heute? Das sind Decks, die halt minutenlange Turns haben, nur damit ich am Ende aufgebe. Also am liebsten würde ich jetzt... Ach, Karl, wisst ihr was, ganz ehrlich? Der Typ braucht mir zu lange, ich gebe jetzt auf. Hispanico, have fun, wirklich, have fun. Du kriegst den Sieg. Du brauchst mir einfach zu lange. Schon wieder, Legendär 1. Legendär 1. Und er tut so, als ob er hier Rocket Science, Raketenwissenschaft spielen würde. Mit seinem bahnbrechenden Deck, was 2 Jahre alt ist. Komm. Ich meine, es ist jetzt mal zu der Verteidigung des Gegners, muss man sagen. Okay, TG, ja, ist jetzt kein einfaches Deck. By the way, ein Deck, dass ich nie ein Deck-Profile gemacht habe, weil ich mich selber damit mal einspielen will. Klar, ist okay, verstehe ich. Aber es ist Sonntag, der heilige Sonntag wohlgemerkt. Ja, geil, und dann darf ich anfangen und dann habe ich eine unspielbare Hand. Ja, vielen Dank. Die letzte Hand hätte ich mit Kusshand angenommen. Die hätte ich mit Kusshand angenommen. Da hätte ich gesagt, komm, nehme ich, ja. Und lass mich raten, das ist wahrscheinlich... Komm, das ist sogar... Oh, okay, das ist ein OTK-Gegner, nehmen wir mal jetzt. Der hätte gerne anfangen dürfen. Das hätte er gerne machen dürfen. Der hätte anfangen dürfen, aber... ja, gut. Lassen wir das mal bleiben. Lassen wir das mal bleiben. So, 14 Minuten in. Wir waren einmal nah dran. Wir waren einmal ganz, 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 ganz nah dran. Ja, wenn Pokal des Asses gegönnt hätte, der zweite, dann hätte ich das definitiv gewonnen. So, Yami Marik. Komm, oh, Schattenspiel, das ist gut. Ein Stalldeck. Da könnte ich sogar eventuell, wenn ich nicht in der ersten Runde gewinne... Mein Herz, es pocht, Leute. Mein Herz, es pocht. Mein Herz, es pocht, Leute. Das könnte die perfekte Vorlage sein. Langsame Stall-Control-Decks, die keine Win-Condition haben, außer den Gegner zu nerven.
Leute, Witzka. Spürt ihr den Flow? Spürt ihr den Flow, Leute? Zwei Exodia-Pieces gezogen. Alles klar. Verdammt, das ist nicht gut. So. Der nächste Draw. Ich brauche Next. Ich brauche irgendwas, was mich in meine Combo-Pieces bringt. Oh, oh, nein. Oh, nein. Ich will gar nicht. Aber ich muss... Kopf mit Next. Kopf mit N. Ja! Okay. Und nochmal Kontakt wandeln. Was ist hier los? Ich muss Next ziehen. Ich muss Next ziehen. Ich muss Next ziehen. Da ist Next. Okay. Wir aktivieren aber vorher einmal Pokal des Asses. Vielleicht können wir jetzt nochmal zwei Karten ziehen. Nein, mein Gegner hat sie zwei Karten. Okay, aber kein Problem. Ich kann keine Normalbeschwörung mehr vollziehen. Aber ich kann mit Next zwei Karten aus Spielfeld holen. Ja. Wait, ich kann sogar mehr aus Spielfeld holen. Ich kann drei aus Spielfeld holen. Oh, Leute, ganz ehrlich, ich glaube, statistisch gesehen kann ich doch gar nicht mehr bricken, oder? Hero! Drei Karten! Oh, und nochmal! Drei Karten! Zwei Exodia-Pieces brauche ich! Exodia! Die Verbotene! Yes! Yes! Ich hab's geschafft. Ich hab es geschafft, Leute. Obliterate. Obliterate. Ich gebe meinem Gegner sogar ein Gut. Weil ich bin guter Dinge. Ich bin guter Dinge, dass ich ein Gut von ihm zurückbekomme, wenn er ein fairer Sportsmann ist. Aber ihm jetzt die Exodia gegeben zu haben am Heiligen Sonntag, das bedeutet mir schon sehr viel. Das bedeutet mir schon wirklich sehr viel. Ich krieg kein Gut von ihm. Schlechter Verlierer. Aber es ist Solek, passt auf. Er hätte mich eh nicht in der ersten Runde besiegt. Das heißt, ich hätte danach noch eine weitere Runde gehabt. Selbst wenn ich es nicht im First Turn geschafft hätte, um ihn zu besiegen. Und da muss ich gestehen, so soll das Deck öfter funktionieren. Daumen hoch. Und wenn ihr das ebenfalls so seht, ihr wisst Bescheid. Ja, lasst ein Like da. Come on, dafür, dass ich mir heute diese Clown Fiesta hier antue. Aber manchmal muss das sein. Manchmal muss das einfach sein. Wisst ihr, was ich meine? Manchmal muss das sein. In dem Sinne, Rasen ist... Oh, Baby. Wenn ich einem rasenden Pendelspieler die Exodia ins Gesicht drücke, ja? Das wäre Gold wert. Also, wir... Eigentlich müsste ich mit Pokal des Asses anfangen. Nein. Wir fangen an mit Magiebuch der Geheimnisse. Um unser Deck auszudünnen und die wichtigen Karten bereits rauszunehmen. Wir beschwören den Magiebuch-Magier der Prophezeiung und nehmen uns unser Magiebuch des Wissens auf die Hand. Dann aktivieren wir unser Magiebuch des Wissens. Wir schmeißen den Magiebuch-Magier der Prophezeiung ab und ziehen zwei Karten. Ein Weltraumgeschenk ist ebenfalls dabei. Dann aktivieren wir Kontakt wandeln. Wir schmeißen Glowmoss von unserer Hand ab, plus Air Hummingbird und ziehen zwei weitere Karten. Oh, joi. Ich will gar nicht, aber ich muss... Ansonsten ist es ein Brick. Destiny Draw! Zwei Karten, die ich extra ziehen darf. Vielen, vielen Dank. Oh. Ich brauche ein... Herz der Karten. Eine 25% Chance, zweimal Kopf zu treffen. 50% Chance des einmal Kopftreffens haben wir ebenfalls bereits getroffen. Fahrt-Multiplikationsregel, Leute. Zweimal eine 50% Chance zu hitten ist im Ergebnis eine 25% Chance, die wir jetzt treffen müssen. Treffen wir sie, ist die Frage. Puh. Wir waren nah dran. Wir waren nah dran, wenn wir statt Weltraumgeschenk, statt einem einzigen Weltraumgeschenk, hätten wir nur einmal Next treffen müssen. Ein einziges Mal. One time. Ich hätte sogar einen magischen Hammer hier genommen. Magischer Hammer wäre hier in der Situation echt gut gewesen, weil ich halt die schlechten Karten, in Anführungszeichen, hätte reinmischen können. So. Ganz nebenbei, als zweites zu agieren, ist gar nicht so verkehrt mit dem Deck. Vorausgesetzt, der Gegner kann keine Negates legen. Und es sieht so aus, dass der Gegner... Doch, der Gegner hat Negates. Der Gegner hat Negates. Crusadia hat den... Avamax.
Soul Crusader hat negate. Da brauchen wir nicht weiterspielen. Wenn Equimax mich negiert, in der Key-Situation brauchen wir nicht weiterspielen. Es ist so schon sehr unwahrscheinlich, dass wir das schaffen. Aber ja, ne. Wir haben es einmal geschafft, aber ich gebe mich nicht mit einmal zufrieden, Leute. Warum soll ich mich mit einmal zufrieden geben, wenn ich heute zweimal die Exodia beschwören könnte? Ernsthaft jetzt? Muss ich mich schon wieder auf diese vermaledeite Karte verlassen? Weltraumgeschenk mit magischer Hammer und NXT. Okay. Also ich glaube, was hier Sinn machen würde, ist tatsächlich NXT zu behalten und dafür alle anderen Karten reinzumischen. Ich glaube, das wird schon Sinn machen. Okay, das ist doch schon mal ein Anfang. Ich habe Next, ja. Okay, aber passt auch, ich habe zweimal Next und ich kann Next von der Hand aktivieren. Wir spielen gegen Heldenallianz, gegen Heroes. Grundsätzlich heißt das, dass ich jetzt noch nicht unbedingt verloren habe. Ja, weil ich kann ja mit Next Karten von meinem Friedhof auch beschwören. Genau, zwei Stück in dem Fall. Ja. Deswegen warten wir an der Stelle einfach mal ab. Ich glaube zwar schon, dass ich trotzdem verloren habe, aber... Naja, sogar den schwungvollen Soldaten. Gehen wir raus. Können wir nicht gewinnen an der Stelle. Weil, also wenn er drei, nur in Anführungszeichen, drei Monster beschworen hätte, wäre es... Dann hätten wir auch schon verloren. Wegen dem... Wie heißt er? Sunrise. Na, wegen Sunrise und dem Pop, den er durch Sunrise bekommt, kann er dann halt einen meiner Monster zerstören. Also von daher. Probieren wir das gar nicht aus. Das war, oh je, je. Zwei Exodia Pieces auf der Starthand. Ich würde es ja mal feiern, wenn ich vier Exodia Pieces auf der Starthand habe, als zweites agiere und dann das fünfte Piece ziehe. Da würde ich gerne mal das Gesicht des Gegners anschließend sehen. Ich glaube, das wäre ziemlich witzig. So, Verlockung der Finsternis. Was spielt denn mein Gegner für ein Deck? Was spielt mein Gegner für ein Deck? Ah, okay. Windschrecken. Ja, okay. Windschrecken. Sehe ich. Und Samurai-Schädel für Glow-Up-Bulb. Die Zwiebel. Für den Zwiebelsohn? Nein, für Anima. Ja. Ja, Windschrecken hat theoretisch auch Interruption, ne? Oh, Beschwörungsbrecher. Okay. Well, ich bin mal wieder von dieser Karte abhängig. Okay, zwei Exodia-Pieces fehlen noch. Okay, Leute. Also zwei Exodia-Pieces fehlen an der Stelle doch. Ja, also wir sind relativ früh dran, was die Exodia-Pieces angeht. Problem ist gerade tatsächlich Beschwörungsbrecher. Ne? Also Beschwörungsbrecher beendet gleich meine Runde. Er wird schon einmal beschworen. Das ist ein kleines Problem. Wenn ich jetzt... Holy moly, what? Okay, das ist echt unfortunate. Wenn ich das mal so sagen darf. Das ist echt unfortunate. Kann ich nicht anders sagen. Also, ich hatte ja nur Monster auf der Hand. Ich meine, ich hätte nichts dagegen, wenn ich nur Monster auf der Hand gehabt hätte. Wenn es nur Exodia Pieces gewesen wäre. Okay. Ich würde sagen, ein, zwei Chancen genehmige ich mir heute noch. Ich habe meinen Sold erfüllt. Ich habe einmal die Exodia beschworen. Ich habe sie einmal fast beschworen. Ist okay. Kann ich mitleben. Kann ich absolut nachvollziehen. Kann ich
Kann ich verstehen. Ja, ist okay. Ich würde jetzt nur einmal noch den Traumdraw haben wollen, aber sieht nicht so aus. Ach, nee, das sieht nicht so aus. Was hat der Gegner für einen Skill? Keine Ahnung, aber ich beendere den Zug. Wenn der Gegner jetzt revealed, was er spielt. Potenzielles OTK revealed. Kann ich schon mal direkt rausgehen. Nakura. Okay, tschüss. Wir verteilen einfach ein paar Free Wins auf der Leiter. Ja, man ist halt mit der Variante abhängig vom Opener. Na, du brauchst irgendwas, um deine Monster halbwegs vernünftig in Form zu bringen, aber ja, wenn du zum Beispiel schon mal mit zu vielen Exodia Pieces auf der Hand startest, du willst ja eigentlich später im besten Fall in die Exodia Pieces reinziehen, ist das deutlich besser, aber ja. So, letzter Versuch für heute. Einmal tief durchatmen. Und einmal tief durchatmen trifft es eigentlich ziemlich gut, weil diese Hand ist. Fügt hier bitte irgendwelche SpongeBob-Delfin-Geräusche ein. Ey. Have fun mit deinem Orkus-Deck. Mann, ich bin echt froh, wenn Speed-Duel rauskommt. Ne? Ich kann mir nämlich diese aktuelle Meta gar nicht mehr angucken. Ich bin ganz ehrlich, es ist so auffällig. Du siehst nur noch Orkus. Es kotzt mich an. Es sind so viele coole Decks rausgekommen. Ich spiele liebend gerne gegen die ganzen neuen Decks, ja. Ich spiele meinetwegen auch gegen Esther Phoenix. Aber ich kann Orkus einfach nicht mehr sehen, Leute. Ich kann dieses Deck einfach nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, ob es euch genauso seht, aber ich krieg bei Orkus wirklich das Kotzen, ja. Und es ist jetzt nicht die Tatsache, dass das Deck in Anführungszeichen alt ist. Es ist ja ein Dreivierteljahr alt, würde ich sagen, ja. Es ist die Tatsache, dass dieses Deck halt seit einem Dreivierteljahr einfach überall in den Top-Decks drin ist. Und das regt mich auf. Das sollte nicht so sein. Das gilt für andere Decks nicht, dann sollte das aber auch für Orkus nicht so sein. Ich meine, ich finde es nicht schlimm, wenn ein Deck halt wirklich über einen längeren Zeitraum gut ist, aber meine Güte, Konami, wenn ihr Speedroids komplett zerstört, ja, dann müsst ihr das auch mit anderen Decks machen. Ja, und das sage ich als jemand, der Speedroids sehr gemocht hat, als dieses Deck noch unfassbar gut war. Pass auf, jetzt werden wieder Leute in die Kommentare schreiben, aber Regi, Speedroid ist doch immer noch gut. Ja, Leute, ich rede immer noch im Vergleich zu vorher. Speedroids war vorher unfassbar gut. Das war, glaube ich, mit eines der besten Decks, die wir jemals in Duel Links gehabt haben. Jetzt ist das Deck gut, okay? Jetzt kann man es spielen, man kann damit King of Games erreichen, etc. Ist in Ordnung, ja? Mir geht es jetzt lediglich darum, dass ich da so etwas spüre, ja, wo die Leute sich wahrscheinlich im Konami-Team auch uneinig sind. Das finde ich ein bisschen schade, weil wenn du dich dazu entschließt zu sagen, okay, wir wollen, dass die Top-Decks maximal ein halbes Jahr spielbar sind, okay, alles gut, mach das. Kann ich total nachvollziehen, ja? Aus einer Business-Sicht. Ihr wollt ja natürlich, dass die neuen Karten verkauft werden. Ist klar, ja, ist in Ordnung, verstehe ich. Aber dann gilt das doch bitte für alles. Ja. So viel mal dazu. So, ganz nebenbei. Wir spielen gegen Heroes. Going second. Heroes hat leider eine Interruption mit Dystopia, die ich nicht so pralle finde. Weil, wenn der Gegner das geschickt macht, nimmt er mir den Draw für mein Magiebuch des Wissens. Okay, er vergisst nicht den Schicksalseffekt. Schade. Hätte ja theoretisch sein können. Anyways. Was gibt's da zu überlegen? Nehme ich Malicious auf die Hand oder nehme ich Decider auf die Hand? Schwierige Wahl. So. Also, ich kann jetzt lediglich an der Stelle darauf bauen und hoffen, dass mein Gegner, ja, vielleicht bobbt. Was heißt bobbt? Aber dass er sich vielleicht denkt, ich brauche den Magiebuch Magier der Prophezeiung nicht zu zerstören mit Dystopia. Wenn er es macht, können wir eigentlich direkt rausgehen. Deswegen warten wir mal ab. Er überlegt anscheinend. Oder er ist AFK, während ich jetzt solitäre. Je nachdem. So, ich nehme mein Magiebuch des Wissens auf die Hand. Und ja.
Let's go. Stunde der Wahrheit. Wenn er mein Magiebuch Magie der Prophezeiung jetzt zerstört, dann war es das. Eigentlich sollte er selber. Er macht es nicht. Oh, okay. Und magischer Hammer. Ich würde meine komplette Hand jetzt reinmischen. Mit Ausnahme. Ganz. Wobei. Also rein theoretisch kann ich einen von den. Ach, wisst ihr was? Ich mische alles rein. Weltraumgeschenk. Warum Weltraum? Oh Mann, ey. Och Mann. Warum denn? Ich hab alles reingemischt. Was ist das? Ich wollte Kontakt wandeln haben. Schade. Schade, schade, Schokolade. So, pass auf. Dafür, dass es die vorletzten beiden Tage kein Video gab, mache ich jetzt nochmal einmal Zusatz. Einmal Bonus obendrauf. Fangen sogar an. Das heißt also, es wird sich relativ schnell herauskristallisieren, ob wir gewinnen oder nicht. Groß war das Garten gegen. Nicht groß war das Garten. Schade. Ich dachte gerade, es könnte vielleicht ein Mirror-Match sein. Alles klar. So, Kontaktwandel. Das ist ein okayischer Start. Magiebuch der Geheimnisse. Das ist ebenfalls ein solider Start. Okay. Wir haben Weltraumgeschenk. Wir brauchen jetzt in der Theorie lediglich einmal Next oder nochmal Kontakt wandeln. Das heißt, wir haben 4 Outs. Das ist sehr gut. Weil dadurch können wir... Oh, jojo, ich kann ja auch den Hummingbird von der Hand beschwören, merke ich gerade. Das ist insane. Dadurch ziehe ich jetzt 3 Karten pro Weltraumgeschenk. Nein! Okay. Nochmal Weltraumgeschenk. Also rein theoretisch könnte ich Pokal des Asses reinmischen. Aber ich glaube, es macht Sinn, Pokal des Asses hier zu spielen. Verdammt, und es war jetzt gerade sehr wichtig. Egal, wir aktivieren nochmal Weltraumgeschenk. Habe ich gerade 9 Karten bei Weltraumgeschenk gezogen? Habe ich. So, Pokal des Asses. 50-50 Chance. Wenn ich jetzt hätte... Ja! Ja! Okay, wir haben noch nicht gewonnen. Aber ich kann jetzt den magischen Hammer aktivieren. Und ich kann jetzt prinzipiell alles nochmal reinmischen, bis auf die 3 Exodia-Pieces, die ich auf der Hand habe. Und hoffen, dass ich jetzt die fehlenden 2 Exodia-Pieces nachziehe aus 8. Ich habe nur 1 nachgezogen. Verdammt, aber ich habe NXC. Beziehungsweise Next. Das heißt, wir schmeißen einmal dich ab und einmal dich ab. Okay, 1:3 Chance, dass ich gewinne. 1:3 Chance, dass ich gewinne. Ich habe leider nicht die passende Karte nachgezogen. Was habe ich denn noch in meinem Deck? Wie oft habe ich Weltraumgeschenk aktiviert? 3-mal, ne? Das ist schon ziemlich krass. Ein NXT ist raus. Oh, was hab ich denn noch in meinem Deck? Kontaktwandeln müsste ich noch 2-mal haben, ne? Hab ich echt 2-mal Kontaktwandeln noch in meinem Deck? Yo, ich habe noch 2-mal Kontaktwandeln im Deck. Okay. Ich habe 2-mal Kontaktwandeln in meinem Deck und 1-mal das fehlende Exodia-Piece. Aber ich habe zu meiner Verteidigung auch 1-mal Next in meiner Hand. Ich habe 1-mal Next in meiner Hand. So. Was zugegebenermaßen vielleicht ein bisschen nervig wäre, wäre Baxia, muss ich gestehen. Baxia wäre wirklich nicht so gut. Weil Baxia mir die Karten wieder im Stack mischt. Aber andererseits, ich habe noch 2-mal Kontakt wandeln. Das heißt, wenn ich dann Kontakt wandeln nachziehe, könnte ich auch wieder Karten ziehen. Und die Chance, dass ich danach mit Kontakt wandeln gewinne, ist fast garantiert. Okay, Mapura. Ist kein Problem. Mach mal ruhig.
Mach mal ruhig nebenbei gegen. Ich schau dir jetzt zu, wie du spielst. Das ist für mich total in Ordnung. Ist total in Ordnung. Mann, Netanny. Wie gesagt, ich brauche nur Kontaktmandeln. Wobei, brauche ich Kontaktmandeln? Doch, Kontaktmandeln bringt mir nichts. Nur wenn der ME-Karten reinmischt. Mit Baxia zum Beispiel. Dann würde es mir theoretisch was bringen. Aber warten wir jetzt erstmal ab. Ich habe auch noch NXT auf der Hand. NXT, next. Und Stand jetzt habe ich eine 33,3 Periode Prozent Chance zu gewinnen. 33,3 Periode. Aufpassen. Aufpasse. So. Jetzt wird wahrscheinlich sogar der Baxia kommen. Also ich gehe davon aus, dass jetzt eigentlich Baxia kommen müsste. Mein Gegner spielt es nämlich so, als ob Baxia jetzt gerade sein Play ist. Okay, es ist nicht Baxia. Es ist der Berserker. Aha. Aha. What? Doch, doch, doch. Jetzt wird Baxia kommen. Baxia. Bounce 1, 2. Attack, attack. Und dann habe ich noch Kontaktwandeln. Ich habe also mehrere Outs für Kontaktwandeln dann. Müsste Baxia sein. Was? Warum denn der Drachenberserker? Das macht ja gar keinen Sinn. Wenn er nochmal angreifen kann? Aber das macht doch gar keinen Sinn. Weil, ist in Ordnung für mich. Ist in Ordnung für mich. Opium. Greift er jetzt an? Ne, erstmal kommt wie Shooter. Okay. I mean, er kann halt mit dem Drachenberserker der Tenny den Dark Panda angreifen. Okay. Also er hat noch gute Möglichkeiten. Theoretisch. Theoretisch. Gegner hat noch Möglichkeiten. The Tided Binds, genau. Attack hier, Attack da, Attack hier. Ja, er kann ja zweimal angreifen, ne? Das. Wait, what? Weiß nicht so recht, ob ich da zustimme. Weiß ich nie, ob ich zustimme. Okay, okay, das ist gut. Das ist sehr gut, Leute. Ja! Oh! Oh! Versuch das zu negieren! Versuch das zu negieren! Ach, Leute, ich liebe es. Obliterate! Razak! Gewonnen! Dank des Effekts von Exodia, die Verbotene. Ah, alternative Wincons. Ich liebe es. Leute, zwei Exodia-Siege in einem Video. Wann gab es das zuletzt? Vielen, vielen lieben Dank dafür, dass ihr hier mit am Start wart. Es war mir heute ein Fest. Ja, es war mir wirklich ein Fest. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, lasst eine positive Bewertung da. Wir sehen uns dann zum Ende der nächsten Folge. Hätte ich schon was gesagt. Zur nächsten Folge wieder. In dem Sinne wieder schon reingehauen. Allen noch von euch einen wunderschönen, grandiosen Sonntag. Haut rein, macht's gut und ciao. Euer Regi. Tüdelü.